Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Hey Siri, okay Google, wie Maschinen lernen, Sprache zu verstehen, von Professor Alexander Koller. Gehalten am 6. November 2019 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Wer hier im Raum hat ein iPhone? Nur einige von Ihnen. Wer hier hat ein Android-Gerät oder ein Google Home? Wer von Ihnen hat ein Amazon Echo oder Verwandtes? Ein paar. Ja, so. Das heißt also, so gut wie alle von Ihnen haben schon mal einen von diesen Geräten hier verwendet. Ich persönlich habe zu Hause ein Alexa und ich habe verschiedene Apple-Geräte, aber Sie können genau das Gleiche mit Google-Geräten auch machen. Alle diese Geräte sind dafür da, dass Sie mit Ihnen sprechen können und Sachen fragen und Sie bekommen dann Antworten oder Sie können Anweisungen geben und dann passiert irgendwas. Also zum Beispiel wird ein Lied abgespielt oder Sie kriegen eine Bahnauskunft oder Sie können bei Amazon irgendwelche Sachen kaufen oder so. Es gibt auch spezialisiertere Geräte. Es gibt, Frau Mainz hat es schon erwähnt, in vielen Autos digitale sprachgesteuerte Assistenten, viele Fernseher, Smart TVs können Sie steuern mit Sprache, Kühlschränke, alles Mögliche. Ja? Also ich persönlich weiß nicht so genau, worüber man mit dem Kühlschrank reden will, aber jedenfalls ist nicht abzustreiten, dass immer mehr Geräte, mit denen wir in unserem Alltag interagieren, wo wir normalerweise irgendwelche Knöpfe gedrückt hätten oder irgendwelche Steuerkommandos eingegeben hätten oder sowas, können wir jetzt mit Sprache bedienen. Und aus Sicht des Computerlinguisten ist das natürlich ein total großer Fortschritt, weil es erstens heißt, dass solche technischen Geräte einfacher zu bedienen werden, wenn es gut läuft. Von irgendwie die alte Geschichte von, wo ist jetzt nochmal die Bedienungsanleitung vom Videorekorder oder sowas, ja, ist damit hoffentlich eine Sache der Vergangenheit. Und aus persönlicher Sicht finde ich es natürlich total toll, dass vor 25 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, war es noch ziemlich aufwendig, Leuten zu erklären, was Computerlinguistik eigentlich ist. Ja? Und heute kann man sagen, hey, wer von Ihnen hat ein Apple-Gerät, kennen Sie Siri? Genau das machen wir, als eine der vielen Sachen, die wir machen. Ja? Das heißt, diese digitalen Assistenten sind prima, die gibt es überall. Und ich möchte heute mit Ihnen ein bisschen drüber reden, was da eigentlich passiert, wenn solche Geräte Sprache verstehen, die Sie da reinsprechen, was schon geht, was noch nicht so gut geht, warum das noch nicht so gut geht und was wir in der Forschung machen, damit es vielleicht bald gehen wird. Gucken wir uns erstmal an, was die heute so können, diese digitalen Assistenten. Ich kann fragen, wenn ich zu Hause bin, in Saarbrücken, Alexa, wie wird das Wetter heute? Und Alexa sagt dann zum Beispiel, in Saarbrücken beträgt die Temperatur momentan 6 Grad bei bewölktem Himmel. Heute ist mit Wolken und Höchsttemperatur von 10 Grad zu rechnen. Das ist sehr nützlich. Ich frage das im Wesentlichen jeden Morgen, bevor ich zum Kleiderschrank laufe. Und es ist super, weil ich die Hände dabei frei haben kann, andere Sachen machen. Ich brauche nicht auf ein kleines Bildschirm gucken oder einen Computer oder so. Und dann, und das ist eine schöne Sache, die nicht ganz trivial ist, kann ich auch sagen, Alexa und morgen. Ich habe nicht gesagt, Alexa, wie wird das Wetter morgen, sondern ich habe nur gesagt und morgen. Aber Alexa erinnert sich, dass ich vorher gefragt habe, wie das Wetter eigentlich werden wird. Und dann gibt es mir den Wetterbericht für morgen. Ich habe nicht gesagt in diesem Zusammenhang, wie wird das Wetter morgen, heute oder morgen in Saarbrücken. Alexa weiß, wo ich bin. Das heißt, also solche Sachen, die, also zumindest ich muss eingeben, wo ich bin. Ich kann natürlich auch lügen. Aber dann kriege ich natürlich die falsche Wettervorhersage. Solche elementaren Informationen über den Benutzer und die Situation, in der wir gerade hier miteinander reden, sind in Alexa gespeichert und werden verwendet beim Sprachverstehen. Diese verschiedenen digitalen Assistenten haben verschiedene Schwerpunkte, wo sie besonders stark sind. Google hat viel, viel mehr Informationen darüber, wie die Welt so aussieht, außerhalb von meiner Wohnung. Ich kann zum Beispiel, Saarbrücken ist an der französischen Grenze und manchmal ist es nützlich, an Feiertagen dann nach Lothringen fahren zu können und dort einzukaufen. Aber das will ich natürlich nur dann machen, wenn ich auch wirklich weiß, dass dieser Laden offen hat und nicht in Frankreich auch gerade Feiertag ist. Und dann kann ich zum Beispiel solche Sachen sagen wie, okay,
hey Google, hat der Cora, das ist ein Supermarkt in Forbach, heute geöffnet? Und dann steht da Cora Forbach, Standort Avenue de l'Europe, hat heute geschlossen, öffnet aber morgen um 8:30 und dann weiß ich, da brauche ich auch nicht hinzufahren, um Essen zu kaufen. Ich kann auch solche Sachen machen wie mit Apple-Geräten, die sind sehr gut verzahnt. Siri ist sehr gut verzahnt mit den Daten in Apple-Kontakt, also Kontakten, also mein Adressbuch mit meinem Kalender und solchen Sachen. Und wenn ich zum Beispiel einen Termin mit meiner Kollegin Vera Dimberg ausmachen will, kann ich einfach sagen, hey Siri, mach für Montag um 11 einen Termin mit Vera aus. Und dann guckt Siri nach in meinem Adressbuch, wer ist Vera? Aha, Vera Dimberg. Und trägt dann hier in den Kalender den entsprechenden Termin ein. Und das ist alles wahnsinnig nützlich. Die ganz große Stärke von diesen digitalen Assistenten kommt dadurch, dass sie eine Schnittstelle, die einfach zu bedienen ist, wenn es gut läuft, nämlich mit Sprache, herstellt zu ganz vielen verschiedenen Diensten, typischerweise im Internet. Also sie haben dann so, also für Amazon Alexa ist es so, da kann jeder seine eigenen sozusagen Apps entwickeln, mit denen sie dann reden können. Also es gibt zum Beispiel von der Deutschen Bahn, gibt es dann eben eine App, die können sie installieren auf ihrem Alexa-Gerät, auf ihrem Amazon Echo. Und dann können sie Sachen über Züge fragen oder sie können eine Chefkoch-App installieren und können sich Kochrezepte vorlesen lassen und so weiter und so weiter. Und das ist wahnsinnig nützlich, weil sie damit die Bedienung von all diesen Diensten grundsätzlich einfacher machen. Aber es heißt natürlich, dass man für jeden von diesen Diensten muss man diese Apps, Skills heißen die bei Alexa, muss man die alle von Hand immer neu entwickeln. Ja? Und das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Und die Leute, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, sind zwar natürlich prima mit Zügen und die Leute, die dort die Deutsche Bahn-App fürs iPhone entwickeln, sind prima mit iPhone-App-Entwicklung, aber Sprachdialogsysteme zu entwickeln, ist natürlich nochmal eine ganz andere Skillset und so. Und deswegen funktionieren diese Apps auch nicht immer gleich gut. Sie können dann zum Beispiel sagen, Alexa, öffne Deutsche Bahn. Damit wird dann dieser Deutsche Bahn Skill geöffnet, wenn Sie ihn installiert haben. Das hier links in den weißen Sprechblasen ist immer das, was ich sage, und das in den grauen Sprechblasen ist das, was der digitale Assistent sagt. Und dann kann ich sowas sagen wie, ich möchte morgen früh um 8 nach Frankfurt. Und dann sagt Alexa, deine Verbindung von Saarbrücken Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Abfahrt 8:01, Gleis 5, Ankunft 10:58, die Anzahl der Umstiege beträgt 2. Das ist ein bisschen holprig jetzt formuliert, aber sehr nützlich. Und also war eine erfolgreiche Kommunikation an dieser Stelle, und jetzt möchte ich vielleicht sagen können, und wie wäre es um 9, weil mir dieser Zug hier nicht passt und ich will nicht zweimal umsteigen, aber ich könnte auch eine Stunde später fahren, und dann bricht diese App zusammen und sagt, ich benötige einen Start- oder Zielort für die Suche. Das heißt, anders als vorhin, wo sich Siri gemerkt hat, dass ich über das Wetter reden wollte und ich einfach nur sagen könnte, und morgen, hat hier die Deutsche Bahn-App für Alexa hat hier ein kleines Problem, ist nicht ganz so intelligent an dieser Stelle, hat sich nicht gemerkt, den Start- und Zielort, den ich ja schon vorgegeben hatte in der gleichen Unterhaltung. Ja, diese Information ist verloren gegangen und ich muss alles wieder von vorne anfangen, und das ist natürlich Mist. Ja? Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen einmal kurz durchgehen, was eigentlich hinter den Kulissen passiert, wenn Sie in Ihren digitalen Assistenten reinreden, was so die verschiedenen Phasen der Verarbeitung sind, die verschiedenen Aufgaben, die da gelöst werden, um genauer zu verstehen, was hier eigentlich schiefgelaufen ist in dieser Unterhaltung. Also, das allererste, was passiert, ist, Sie sprechen in ein Mikrofon, die Schallwelle, die Sie gesprochen haben, kommt an einem Mikrofon an, und dann kommt hier drüben so eine Schallwelle raus, wo Sie nach rechts die Zeit haben und nach oben, wie weit die Membran von diesem Mikrofon jeweils ausgelenkt war zu dem Zeitpunkt, also die Form von der Schallwelle. Und dann gibt es bestimmte Signalverarbeitungsprozesse, die da stattfinden. Hier zum Beispiel sehen Sie ein Spektrogramm, wo nach rechts die Zeit abgetragen ist und nach oben die Frequenz, und je heißer sozusagen die Farbe ist an dieser Stelle, desto lauter ist diese Frequenz in dem Moment. Und aus solchen Spektrogrammen können dann Programme, sogenannte Spracherkenner, können dann den gesprochenen Text rauskriegen. Dieses Problem ist absolut nicht trivial. In den letzten Jahren gibt es dramatische Fortschritte. Wir haben eben gerade schon gehört, ja, dass Sie hatten eben gesagt, dass Siri Sie besser versteht als Alexa. Ja, kann sein, weil die verschiedene Spracherkennungssoftware verwenden, von denen die eine vielleicht für ihre Stimme besser funktioniert oder für die Art, wie sie deutsche Sätze artikulieren oder so.
Und aber dieses Problem ist so weitgehend gelöst, dass Spracherkennung unter jetzt angenehmen akustischen Bedingungen, so wie jetzt zum Beispiel in diesem Saal hier oder so, ohne große Hintergrundgeräusche, ohne dass viele Leute gleichzeitig reden, ist so weit gelöst, dass es in der akademischen Forschung eigentlich immer weniger wird, weil sie so große Datenmengen brauchen dafür, um es noch besser zu machen, als es jetzt ist, dass nur große Firmen sich das eigentlich leisten können. Deswegen möchte ich da heute jetzt auch nicht groß drüber reden. Das ist ein schwieriges Problem, in dem wir riesige Fortschritte gesehen haben in den letzten 10, 20 Jahren. Und genau, also das heißt Spracherkennung und ist nur der Schritt von dem gesprochenen, von dem Tonsignal zu den Wörtern, die da gesprochen worden sind. Dann gibt es einen zweiten Schritt, der wird der Fokus sein von meinem Vortrag heute Abend. Ich nenne ihn jetzt mal Sprachanalyse. Manchmal nennt man Sprachverstehen oder NLU, Natural Language Understanding. Und das ist die Aufgabe rauszukriegen, wenn der Benutzer so einen Satz gesagt hat und ich weiß schon, was die Wörter waren, weil ich Spracherkennung gemacht habe. Was heißt denn dieser Satz? Ja? Was ist die Bedeutung von diesem Satz? Und ich entschuldige mich natürlich bei allen Geisteswissenschaftlern im Saal, ja, dass ich hier einen relativ technischen Bedeutungsbegriff ansetze, der im Wesentlichen sich darin beschränkt, dass der digitale Assistent weiß, was er jetzt eigentlich als nächstes machen soll. Ja, aber das immerhin so, wie Sie es gemeint haben. Ja, also genau, also in dem Fall hier möchten wir jetzt, sieht es so aus, wir möchten gerne von diesen Wörtern, ich möchte morgen früh um 8 nach Frankfurt, möchten wir zu dieser vereinfachten, formalen, computerlesbaren Repräsentation kommen davon, was dieser Satz eigentlich heißt. Für den Zweck von der Deutschen Bahn ist es so, Sie können da Fahrbahnanfragen machen, auf Englisch Query, und Sie haben eine bestimmte Absicht, dass der Fachbegriff ist Intent, für das, was Sie als Benutzer gerade versucht haben zu machen. Deswegen gibt es hier so ein Query Intent, und ein Query Intent hat bestimmte Leerstellen, wo drin steht, wonach Sie eigentlich gefragt haben. Ja, also insbesondere haben Sie gefragt nach einem bestimmten Datum, 7.11.2019, Uhrzeit 8 Uhr morgens, Zielort Frankfurt am Main. Sie sehen hier, ich komme darauf gleich nochmal zurück, dass einige Sachen, die hier im Satz vorgekommen sind, präziser dastehen, als sie im Satz waren. Ja, 8 Uhr. Gut, jetzt hier steht morgen früh um 8, wenn da nur 8 Uhr gestanden hätte, hätte es auch vielleicht 20 Uhr sein können. Frankfurt gibt es in Deutschland mehr als eins und so weiter. Ja, das heißt also, wir kommen von dieser relativ liberalen Welt der natürlichen Sprache, die für Menschen mit Menschen gemeint ist, zu der sehr präzisen Repräsentation, die der Computer braucht, um diese Frage dann auch beantworten zu können und die Fahrplananfrage zu machen. Und wie komme ich jetzt von dem Satz zu diesem Query-Intent? Was da passiert, also bei Alexa zum Beispiel, funktioniert es so, dass Sie solche Muster hier definieren, wo Sie sagen, wenn der Benutzer was sagt, was passt zu ich möchte und dann ein Datum und dann eine Uhrzeit nach Zielort, dann ist das ein Query-Intent und das Datum findet man hier drüben in dem Bereich von dem Satz hier, wo das Datum kommt. Und die Uhrzeit findet man hier in diesem Bereich, wo das Uhrzeit Platzhalter ist in diesem Muster, und hier drüben findet man den Zielort. Ja? Und dann passieren dann noch ein paar Sachen hinter den Kulissen, womit morgen dann auf der Grundlage von dem heutigen Datum halt eben auf 7.11.2019 aufgelöst wird und so weiter. Ja? Und so kommen Sie von oben nach unten. Wichtig ist, dazu komme ich nochmal zurück nachher, dass die Sprachverarbeitung, die hier passiert, ist sehr schematisch. Sie haben hier wirklich buchstäblich, ich möchte und dann bitte ein Datum, eine Uhrzeit nach ein Zielort, und Sie haben andere Stellen natürlich irgendwie in Ihrem Programm, was sagt, wie sehen eigentlich Datumsangaben aus und so, das kommt nochmal zurück in einem Moment als Thema. So, und dann gibt es einen Schritt 3, und das ist das, was schiefgelaufen ist in diesem Alexa, in diesem Deutsche Bahn Beispiel. Dialogmodellierung, das ist das Problem, dass wenn Sie einen Satz sagen, dann um den richtig zu verstehen, okay, um seine Bedeutung für den Computer nutzbar zu machen, brauchen Sie manchmal, reicht nicht der Satz allein, sondern Sie müssen wissen, was vorher schon gesagt worden ist. Also hier zum Beispiel, als ich gesagt habe, und wie wäre es um 9 in meinem Bahndialog vorhin,
hat er erkannt, okay, hier ist ein Query Intent, hier drüben steht eine Uhrzeit, die Uhrzeit ist 9 Uhr, Zielort ist hier nicht angegeben worden in diesem Satz, der steht auch tatsächlich nicht drin, aber im bisherigen Dialog war ja die vorherige Äußerung, war eine, da war ein Query Intent, Datum, Uhrzeit, Zielort Frankfurt am Main, und das heißt, was wir eigentlich erwartet haben, dass Alexa macht oder dieser Bahn-Skill für Alexa macht, ist, dass er diesen Query Intent und diesen Query Intent miteinander kombiniert und sagt, alle Informationen, die hier drin stehen in meiner neuen Äußerung, die sollen bitte so auch in der Analyse von diesem Satz drin stehen, und alles andere möchte ich gerne aus dem Dialogkontext ableiten, der vorher gekommen ist. Das heißt also, wenn hier in diesem Satz und wie wäre es um 9 kein Datum und kein Zielort angegeben ist, dann möchte ich das Datum und das Zielort aus vielleicht der letzten anderen Äußerung in dem gleichen Dialog irgendwie rausholen, in der das erwähnt worden ist, und das würde im Prinzip gehen, aber das müssen Sie halt programmieren, und die Leute, die die Deutsche Bahn-App für Alexa gemacht haben, vielleicht ist ihnen das Budget ausgegangen oder weiß ich nicht, irgendwas, sowas passiert ja, ja, unter irgendwie Realweltbedingungen gibt es Sachzwänge, und dann haben sie das halt eben nicht geschrieben, diesen Teil von dem Programm, und deswegen ist an dieser Stelle hier jetzt unser Dialog aus der Kurve geflogen vorhin. Der ist an dieser Stelle stehen geblieben, hat gesagt, okay, ich habe ein Query Intent mit Uhrzeit und Zielort, aber ohne Zielort, Entschuldigung, ist kein Zielort angegeben worden, ja, aber ich brauche doch ein Zielort, sonst kann ich keine Bahnverbindung rauskriegen. Ja? Das ist die Sache, die da schief gelaufen ist. So. Ich möchte mich jetzt im Rest des heutigen Abends auf den zweiten Schritt fokussieren, diese Sprachverstehenskomponente, wo es darum geht, aus dieser Sequenz von Wörtern solche Bedeutungsrepräsentationen abzuleiten. Zunächst mal auf zwei Aspekte davon hinweisen. Erstens den Aspekt der Mehrdeutigkeit. Frau Mainz hat schon erwähnt, dass seit meiner Promotionszeit mich dieses Thema verfolgt. Wenn Sie so einen Satz haben wie, ich möchte morgen um 8 nach Frankfurt, dann sind hier drei verschiedene Stellen drin, die mehrdeutig sind. Ja? Also es könnte natürlich sein, dass Sie zwar morgen um 8 nach Frankfurt wollen, aber könnte ja sein, dass Sie mit dem Auto fahren wollen oder fliegen wollen oder sowas. Ja? Dass Sie mit der Bahn fahren wollen, ist, wenn Sie nur den Satz in Isolation angucken, erstmal überhaupt gar nicht so klar. Die zweite Sache, wenn ich sage um 8, ich hatte es eben schon gesagt, könnte es heißen 8 Uhr morgens, könnte auch heißen 8 Uhr abends, 20 Uhr. Und wenn Sie Frankfurt sagen, meinen Sie vielleicht Frankfurt am Main oder Sie meinen Frankfurt an der Oder. Und wie geht jetzt eigentlich ein vernünftiges sprachverstehendes System mit diesen Mehrdeutigkeiten um? Ja? Also für Sie ist es völlig klar, dass wenn ich nichts anderes sage dazu, ja, und es geht um irgendwie einen Arbeitstermin oder sowas, und ich sage, ich möchte morgen, Sie wissen vielleicht, ich habe kein Auto, ja, und ich sage zu Ihnen, ich möchte morgen um 8 nach Frankfurt, dann ist es extrem plausibel, dass ich meine mit der Bahn 8 Uhr morgens und Frankfurt am Main, weil wenn es Frankfurt an der Oder wäre, hätte ich das dazu gesagt, weil viel mehr Leute von Saarbrücken nach Frankfurt am Main fahren wollen als nach Frankfurt an der Oder. Aber für einen Computer ist das alles ja gar nicht so trivial. Ja? Ein Computer sagt einfach irgendwie völlig schematisch, okay, möchte nach, könnte vielleicht Auto oder Bahn heißen, 8 könnte vielleicht 8 oder 20 heißen, Frankfurt könnte eins der beiden Frankfurts sein, was mache ich denn jetzt? Ja? Und an dieser Stelle ist es so, dass Sie jetzt verschiedene Strategien haben können in Ihrem Programm, wie Sie damit umgehen. Eine davon ist, in Alexa gibt es gar keinen Skill, wo Sie sowohl nach Auto als auch nach Bahnverbindung fragen können. Sie müssen vorher den Bahn-Skill aktivieren. Das war die allererste Äußerung, ja, Alexa öffne Deutsche Bahn, ja, und dann greift der Bahn-Skill und verarbeitet jetzt nur Sprache über Bahnverbindungen, ja, Sie können da keine Fragen stellen über irgendwie Autobahnen oder so irgendwas, ja, die gibt es nicht in diesem Skill, gibt es keine Informationen, gibt es auch keine Sprache dazu, der verstehen kann, also dieses Problem ist an dieser Stelle gelöst. Diese Sache hier mit 8 oder 20 Uhr, wenn ich nichts dazu sage, ja, könnte ja auch sein, dass ich abends fahren will, ja, also an der Stelle haben Sie wirklich keine Ahnung, ja, welche diese, oder Sie sind jetzt Alexa, ja, Entschuldigung, Sie müssen nicht den ganzen Abend Alexa sein. Sie als Alexa haben keine Ahnung, was ich damit meine, ja, es ist eine 50-50 Chance. Diese Mehrdeutigkeit ist nicht leicht aufzulösen. Was Sie deswegen machen können, wenn Sie sich den Aufwand machen, das ins Programm reinzuschreiben, ist dann eine Klärungsfrage zu stellen. So, also zum Beispiel, möchten Sie um 8 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends fragen, ja, fahren, sagt dann das Computersystem, und dann sagen Sie, ach so, morgens. Ja, und hoffentlich kann der das dann mit dem Dialogkontext so kombinieren, dass er auch versteht, aha, er meint,
ich möchte um 8 Uhr abend, was morgens nach Frankfurt fahren oder sowas. Ja? Und dann kann es weitergehen und diese Mehrdeutigkeit ist aufgelöst. Und die dritte Sache ist, solche Sachen wie Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder ist keine 50-50-Chance. Da ist es eben, wie gesagt, viel plausibler, dass ich von Saarbrücken nach Frankfurt am Main fahren will. Was Systeme deswegen typischerweise machen in so einer Situation, ist, dass sie es explizit machen und sie sagen, okay, ich habe hier eine Verbindung für Sie von Saarbrücken Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ja? Und wenn Sie dann sagen, nein, nein, aber ich meinte doch Frankfurt an der Oder, ja, dann geht hoffentlich, wenn der Dialog gut programmiert ist, ja, kann es weitergehen und Sie haben das Problem gelöst. Ja? Aber das heißt also, der Computer versucht schon mal das Richtige zu machen, aber für den Fall, dass es nicht das Richtige war, hat er es so explizit gemacht, dass Sie erkannt haben, dass es da ein Missverständnis erkennen können, dass es da ein Missverständnis gibt und dann halt eben entsprechend drauf eingehen können. So, das ist die eine Richtung von dem Problem. Diese Mehrdeutigkeiten, die können sehr, sehr weitgehende Konsequenzen haben. Ja? Also vor ein paar Monaten, als ich diese Folie hier gemacht habe, sie ist jetzt ein bisschen veraltet, aber ich mag sie so gern, ich zeige sie Ihnen trotzdem, ja? War gerade der neue Avengers-Film in die Kinos gekommen. Es wäre also eine völlig plausible Frage gewesen, sowas zu sagen wie, Alexa, ich möchte am Wochenende mit Hans und Maria Avengers sehen, kannst du das organisieren? Stellen wir uns mal vor, wir hätten super intelligente digitale Assistenten, die in der Lage wären, dann auch wirklich sowas wie Kinobuchungen dann, solche Sachen zu orchestrieren. Dann ist immer noch das Problem, welcher Avengers-Film eigentlich, ja? Weil es gibt den, der jetzt gerade damals im Kino war, ja, Avengers Endgame, und dann bedeutet, kannst du das organisieren, bitte geh zu einem Kinobuchungssystem und such mir mögliche Kinovorstellungen für diesen Film raus und dann möchte ich gerne einen Film buchen, ja, für 3 Personen oder sowas, ja, 3 Tickets kaufen online. Aber wenn der alte Avengers-Film gemeint war, den ich noch gar nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt, Avengers Infinity Wars, den können Sie nicht mehr im Kino sehen, sondern dafür können Sie sowas machen, wie vielleicht bei Amazon Video oder sowas den kaufen oder ausleihen oder sowas. Ja. Das heißt also, diese Mehrdeutigkeit an dieser Stelle von dem einen Wort Avengers kann ganz, ganz weit tragende Konsequenzen dafür haben, was eigentlich die Aktionen sind, die das System ausführen soll. Ja. Heutzutage stellt sich die Frage überhaupt nicht, ja, weil Sie können nicht einfach sagen, organisier mir diesen Filmabend, sondern Sie müssen sagen, Alexa, öffne die Kino-App oder so, oder Alexa, öffne die Amazon-Video-App oder so. Würden hier hoffentlich irgendwie Rückfragen kommen oder sowas. Aber wenn wir jetzt anfangen nachzudenken über digitale Assistenten der Zukunft, möchte ich sowas vielleicht nicht sagen müssen. Vielleicht möchte ich, dass mein Siri oder Alexa oder sowas selber rauskriegt, wie man es eigentlich macht, einen Film miteinander zu sehen und dass da, je nachdem, was es für ein Film ist, einer ist, der im Kino kommt oder einer ist, den ich im Internet irgendwie runterladen kann oder so. Und das heißt also, diese Mehrdeutigkeiten, ja, die sehen so harmlos aus auf den ersten Blick, ja, aber die können, je nachdem, wie viel Verantwortung Sie an Ihren Computer delegieren wollen, auf welcher Abstraktionsebene Sie die Aufgabe von ihm verlangen wollen, können die sehr weitreichende Auswirkungen haben. Das umgekehrte Problem zu den Mehrdeutigkeiten ist, dass Sie die gleiche Sache auf viele verschiedene Weisen sagen können. Also hier unten ist alle diese Sätze, die hier stehen, gehören zu diesem gleichen Query Intent, den wir vorhin schon hatten. Und Sie können vielleicht sagen, ich möchte morgen früh um 8 nach Frankfurt, aber sagt jemand anders, lieber, wie komme ich morgen früh nach Frankfurt? Ja, schauen Sie, da steht jetzt nicht mehr, ich möchte nach, sondern steht, wie komme ich nach? Oder Sie können sagen, zeig mir Bahnverbindungen nach Frankfurt morgen früh um 8 Uhr. Ja, da steht jetzt hier, zeig mir Bahnverbindungen nach. Ja, also die Wörter sind immer verschieden. Oder es ist eben so verteilt, ja, ich sage erstmal nur, ich möchte morgen nach Frankfurt und dann fragt mich der digitale Assistent zurück, okay, um welche Uhrzeit, weil das habe ich noch nicht gesagt und dann sage ich so um 8. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, die gleiche Sache auszudrücken. Und das ist ein riesiges Problem. Ja, weil das heißt natürlich, wenn ich jetzt als Entwickler von so einem Skill anfange, mir auszudenken, auf welche Weisen kann ich sowas eigentlich alles ausdrücken, ja, dann komme ich vielleicht auf 10 Möglichkeiten, die gleiche Frage zu stellen. Aber jetzt kommen Sie, jetzt sind Sie der Benutzer, nicht mehr Alexa, ja, jetzt kommen Sie zu meinem Programm und denken an eine 11. Möglichkeit dann versteht mein Programm Sie nicht mehr. Ja, und das ist ein Problem. Aber ein Charakteristikum von Sprache, das ist die gleiche Sache, kann ich auf viele verschiedene Weisen sagen. Das ist wichtig, damit Sprache so flexibel ist, wie sie eben ist. Deswegen
macht man es heute in der computerlinguistischen Forschung kaum noch, dass man solche Grammatiken von Hand aufschreibt. Das war früher das, wie man das gemacht hat, bis in die 80er, 90er Jahre oder so. Es gibt auch sehr, sehr, sehr große Grammatiken, wo Jahrzehnte Entwicklungsarbeit reingegangen sind und die auch jetzt, sagen wir mal, so 80-90% von Sätzen, die in englischen Nachrichten, Texten oder so vorkommen, auch analysiert werden können. Aber der Aufwand ist einfach so wahnsinnig groß und das Niveau an Wissen, was Sie brauchen, um das richtig zu machen, das Wissen über Sprache und über diese Grammatikmethode, die Sie dafür verwenden wollen, das ist einfach irgendwie überhaupt nicht in der Größe, wie wir es hier brauchen für digitale Assistenten, funktioniert. Deswegen ist es so, was sie stattdessen machen typischerweise, ist, dass sie irgendwelche Leute sich holen und die bitten, ganz viele Anfragen mal zu sagen für so ein Bahnverbindungssystem. Ja, und dann sagen die, ich möchte morgen früh nach Frankfurt oder wie komme ich am Dienstag nach München, zeig mir Bahnverbindungen nach Berlin am so und so vielten ab so und so viel Uhr und so weiter. Ja. Und die sammeln sie alle auf. Ja. Wenn sie Geld dafür haben, ja, kriegen sie da irgendwie Tausende oder Zehntausende von solchen Sätzen. Und wenn sie dann noch mehr Geld haben, dann setzen sie andere Leute dran und die sagen, okay, in diesem Satz hier, ich möchte morgen früh um 8 nach Frankfurt, stand hier das Datum, hier die Uhrzeit, hier der Zielort. In diesem Satz, wie komme ich am Dienstag nach München, steht hier das Datum, hier der Zielort und so weiter. Das machen Sie für jeden von diesen Sätzen. Menschen müssen sich hinsetzen und das hier annotieren. Aber das Wissen, was Sie brauchen, um solche Annotationen zu machen, ist natürlich viel weniger als eine riesengroße Grammatik für diese Sprache, eine komplette Grammatik für diese Sprache zu schreiben. Und dann nehmen Sie Computerprogramme, die versuchen, aus solchen annotierten Sätzen die Muster zu erkennen und zu sagen, okay, ich sehe hier, wenn sowas hier öfter mal passiert, ja, dann lerne ich daraus mit statistischen Verfahren, dass sowas wie zeig mir Bahnverbindungen nach Zielort am Datum ab Uhrzeit, das ist vielleicht irgendwie ein Muster, das allgemein gilt, ein richtiges Muster, um nach Bahnverbindungen zu fragen und dann kommt das in meine Datenbank irgendwie rein und kann danach verwendet werden, um solche Query Intents zu erkennen. So viel kurz dazu, wie so diese Gesamtlandschaft aussieht davon, wie Sprachverstehen in Computern oder in digitalen Assistenten funktioniert. Jetzt möchte ich ein bisschen über die Zukunft reden und über Sachen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie gehen. Und die gehen alle in so eine Richtung, dass ich diesen digitalen Assistenten immer weniger an der Hand nehmen muss. Ja, also ein Riesenproblem aus meiner Sicht und aus der Sicht von den Kollegen in solchen Technologiefirmen, mit denen ich darüber rede, ist, dass sie nur so eingeschränkte Fragen stellen können. Ja? Sie können Fragen nach Bahnverbindungen, Sie können Fragen nach irgendwie Restaurants, aber Sie können nicht gleichzeitig nach diesen Sachen fragen im gleichen Satz. Und das möchten Sie aber gern. Ja? Also ich zum Beispiel war in der Situation, dass ich schon gestern Abend nach München gekommen bin, aber meine Folien waren noch nicht fertig und ich hatte dieses reale Bedürfnis rauszukriegen, ich brauche ein Café, in dem ich gut arbeiten kann. Ja? Also ich möchte nicht immer in meinem Hotelzimmer versauern oder sowas, ich will ein bisschen raus unter Menschen, aber es soll schon so sein, dass mir die Leute nicht nach einer halben Stunde sagen, Ihr Tee ist jetzt leer, Sie müssen bitte weggehen, packen Sie Ihren Laptop wieder ein. Ja? In München haben Sie Riesenglück, ja, und jemand hat diese Frage für Sie beantwortet. Es gibt tatsächlich diese Webseite, wo jemand explizit gesagt hat, 11 WLAN-Cafés, in denen ihr gut arbeiten könnt. Aber wenn wir jetzt in normal große Städte zurückgehen, zum Beispiel Saarbrücken, da gibt es solche Webseiten nicht. Deswegen können Sie nicht jetzt zum Beispiel mit einer Google-Anfrage oder so einer eingetippten jetzt, ja, Google-Anfrage irgendwie rauskriegen, Cafés, in denen Sie gut arbeiten können. Was Sie machen können, ist, dass Sie sagen, gehen wir zum Beispiel zu TripAdvisor und suchen nach Cafés in Saarbrücken. Da steht zu jedem Café, steht hier die Name, Bewertung, wenn Sie draufklicken, steht da die Adresse und solche Sachen. Und daran erkennen Sie jetzt aber nicht direkt. Also da erkennen Sie, was gibt es für Cafés in Saarbrücken, aber Sie erkennen nicht, ob man da gut arbeiten kann. Ja? Was Sie deswegen als Mensch heute machen, ist, dass Sie auf die alle draufklicken und dann gucken Sie sich hier die Bewertungen an und dann steht hier bei diesem einen Café Zing in Saarbrücken, steht hier zum Beispiel, es sitzen auch Studenten mit Laptop da. Okay, das klingt nach der Sorte Café, die für mich passt. Ja? Da gehe ich mal hin. Ja? Das ist auch gut bewertet und so. Also genau.
Aber sowas kann Alexa jetzt nicht. Was ich gerne können würde, ist einfach zu Alexa oder Google oder so, Google Home oder irgendein Siri sagen, such mir ein Café, in dem ich gut arbeiten kann. Und dann will nicht ich diese Arbeit machen, auf irgendwie ganz viele Kaffeebeschreibungen draufklicken, sondern der digitale Assistent soll das für mich machen. Ja? Das heißt also, wir haben hier ein Beispiel von einer Frage, die über einfach nur, Sie hatten, glaube ich, vorhin gesagt, irgendwie, es kommt mir so vor, dass diese digitalen Assistenten einfach nur im Web suchen. Ja? Stimmt, ist heute so. Aber das müsste nicht so bleiben. Ja? Eigentlich möchte ich gerne immer größere Aufgabenpakete delegieren können an diese digitalen Assistenten, damit ich mir nicht diese blöde Sucharbeit machen muss im Internet. Ja? Was muss ich machen, damit sowas funktioniert? Ich habe hier diesen Satz, Café, in dem ich gut arbeiten kann. Wie müsste die Sprachverarbeitung dafür ablaufen, damit das klappt? Also zunächst mal muss ich irgendwie rauskriegen, okay, wenn da steht Café und ich weiß, dass ich in Saarbrücken bin, weil das habe ich eingegeben in meinen digitalen Assistenten, dann kann ich zu TripAdvisor gehen und kann mir eine Liste von Cafés geben lassen. Dann habe ich da unten so eine Tabelle, da weiß ich für jedes Café Name, Bewertung und dann hinten irgendwelche Berichtstexte. Jetzt nehmen Sie an, dass Sie zu meinen Kollegen, die andere Sorten Computerlinguistik machen als ich, gehen und sagen, okay, guck dir bitte diese einzelnen Berichtstexte an. Ja, die sind ja auch in natürlicher Sprache geschrieben, alle auf Deutsch geschrieben hier. Aus welchen von diesen Berichtstexten folgt, dass ich dort gut arbeiten kann? Und dann, dafür gibt es Forschung, es funktioniert noch nicht so richtig gut, aber es ist ein Thema, an dem Leute arbeiten, genau sowas von dieser Art. Dann nehmen wir mal an, wir hätten das, ja, und könnten hier perfekt antworten. Dann könnten wir sagen, okay, hier unten sitzt noch ein Student mit Laptop da, wir machen eine zusätzliche Spalte hier drüben. Ich kann hier gut arbeiten, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier kann ich gut arbeiten. Und dann sortiere ich diese Tabelle nach erstens, ob ich da arbeiten kann und zweitens vielleicht nach der Bewertung. Und dann sagt mein digitaler Assistent, ich schlage Xing vor und ich habe mir die ganze Arbeit gespart. Ja? Ich fände es persönlich total toll, wenn ich sowas könnte. Geht heute nicht, weil es nämlich genauso ist, ja, wie wir vorhin schon gehört haben, die digitalen Assistenten, die wir heute haben, machen verhältnismäßig kleinteilige Sachen, in diesem Fall zum Beispiel eine Websuche bei TripAdvisor und Sie können fragen, schlag mir gut bewertete Cafés vor in Saarbrücken, ja, das geht, die Information ist direkt da, aber die Frage Cafés, in denen ich gut arbeiten kann, ist nicht so leicht zu beantworten. Eine Sache, die man sich aus jetzt sprachlicher Sicht irgendwie klar machen muss mit dieser Anfrage hier, ist, dass es nicht nur so, dass die Informationen, die ich brauche, um das richtig zu beantworten, verstreut ist über verschiedene Stellen in diesen TripAdvisor Reviews, sondern es ist außerdem so, dass das nicht einfach nur diese gleiche Sorte Slot-Filling ist, wie bei diesen Intent-Mustern, die Sie vorhin gesehen haben. Ja? Das ist ja nicht so, dass es in einer Kaffeeanfrage irgendwie jetzt, so wie es vorhin Datum, Zielort, Uhrzeit oder sowas gegeben hat, ja, dass irgendwie in jeder Kaffeeanfrage, die irgendwie richtig zu beantworten sein muss, irgendwie drinsteht, was für eine Sorte Kaffee, eins, in dem ich gut arbeiten kann, eins, in dem der Kuchen toll ist oder sonst irgendwas. Ja. Das heißt, also, Sie haben hier irgendwie eine ganz andersartige Sprache. Sie haben hier für die Sprachwissenschaftler unter Ihnen, ja, hatten Sie auf der anderen Seite solche so Argumente oder Komplimente oder sowas, ja, wo Sie einfach sagen, zu einer bestimmten Aussage, zu einer bestimmten Frage über Bahnverbindung gibt es einfach bestimmte Stücke Informationen, die müssen da sein, sonst weiß ich nicht, was es für eine Anfrage sein soll und kann die Frage nicht beantworten. Aber hier ist es nicht so. Natürlich können Sie einfach sagen, gib mir Cafés in Saarbrücken. Ja? Das ist überhaupt nicht notwendig, also um eine komplette Anfrage zu sein, dass Sie sagen, Café, in dem ich gut arbeiten kann. Da könnte hier eine beliebig große, eine unendliche Menge von möglichen Kriterien stehen, die Sie vielleicht interessieren an diesen Cafés. Das heißt, also an dieser Stelle kommt nicht nur die Komplexität von der Frageverarbeitung an ihre Grenzen, sondern auch die Komplexität davon, diesen Satz hier zu analysieren. Und da sind wir in diesem Schritt 2, Sprachverstehen. Ja? Ich gebe Ihnen das Problem noch eins schlimmer. Äthiopisches Essen ist toll, aber in Saarbrücken gibt es keine äthiopischen Restaurants. Deswegen, wenn ich in eine Großstadt komme, ja, interessiere ich mich für sowas wie äthiopische Restaurants. Aber ich bin mit der Bahn hier. Ja, ich möchte nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde jetzt irgendwie fahren, um zu einem äthiopischen Restaurant zu kommen. Das ist eine völlig plausible Frage. Ich möchte gerne Siri fragen können, zeig mir äthiopische Restaurants, zu denen ich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkomme, von da, wo ich jetzt gerade bin. Ja? Und dann, das natürlich auch wieder
wieder, ja, Sie können das alles selber machen. Ja? Sie können zu, sagen wir, Yelp gehen, äthiopische Restaurants in München, ja, dann kriegen Sie so eine Liste und dann klicken Sie auf jedes von denen drauf und gehen irgendwie auf die Webseite von der MVV und dann kriegen Sie hier von Staatsbibliothek nach Blue Nile oder sowas, ja, kriegen Sie hier Verbindungen, dauert 23 Minuten und so. Ja? Und dann werden sie verrückt. Ja, also das ist natürlich irgendwie fürchterlich aufwendig. Ich will nicht solche dummen Aufgaben, will ich nicht als Mensch machen. Ja? Computer haben viel mehr Geduld als ich, ja, und können sowas schneller machen als ich. Und deswegen will ich, dass mein Computer sowas macht, nicht ich. Ja, aber mein Computer kann das nicht. Warum kann mein Computer das nicht? Okay, gucken wir uns an, was wir dafür machen müssen. Ja, also erstens mal müssen wir äthiopisches Restaurant zerlegen zu einer Yelp-Anfrage. Typ Restaurant, Küche äthiopisch, Ort München, das können Sie machen. Und dann kriegen Sie so eine Tabelle da hinten raus von diesen Name, Bewertung, Adresse. Und dann Schritt 2, gehen Sie jetzt zu einer anderen Webseite, nämlich von der MVV. Und Sie sagen hier, okay, bitte mach hier noch eine zusätzliche Spalte in diese Tabelle rein mit ÖPNV-Distanz von da, wo ich gerade bin, Fahrzeit. Für jedes einzelne von diesen Restaurants hier, geh bitte zur MVV-Webseite, lass dir die Fahrzeit ausrechnen von der Bayerischen Staatsbibliothek zu diesem Restaurant und trag das ein in der entsprechenden Zeile hier in dieser ÖPNV-Spalte. Ja? Und dann können Sie im letzten Schritt sagen, sortiere jetzt bitte diese Tabelle nach zuerst ÖPNV und zweitens Bewertung oder irgendeine andere Kombination davon und dann kann mir vielleicht Siri da oben ein Restaurant empfehlen. Ja? Dieses Problem sieht jetzt so ähnlich aus, wie das, was wir eben gerade hatten, das ist aber noch viel schlimmer als eben gerade. Ja? Weil was hier nämlich passiert, ist, dass wir jetzt zwei verschiedene Dienste miteinander kombinieren. Vorhin war alles auf TripAdvisor-Reviews. Ja? Also Sie haben komplexe Sachen gemacht, die Skills heute noch nicht so können, aber sie waren nur innerhalb von einer Webseite sozusagen, ja? Einem Dienst, nämlich TripAdvisor mit Cafés in Saarbrücken und ihren Bewertungstexten oder sowas. Ja? Aber hier haben wir jetzt eine Kombination von zwei verschiedenen Diensten. Wir haben einmal Yelp, um rauszukriegen, was es in München überhaupt für äthiopische Restaurants gibt. Und dann haben wir außerdem die MVV, die uns sagt, der MVV? Die? Die MVV? Also MVV was? Der Münchner Verkehrsverbund. Okay, Entschuldigung. Ja, also der MVV. Ich bin nicht von hier, es tut mir leid. Gut, genau, also einmal diese Informationen kriegen wir aus Yelp, diese Informationen kriegen wir vom MVV oder von der MVG, kriegen wir sie wahrscheinlich auch, oder von der Deutschen Bahn kriegen wir sie wahrscheinlich auch. Das heißt also, Sie müssen jetzt Informationen aus zwei verschiedenen Diensten miteinander kombinieren und das ist technisch nervig, weil nämlich diese Adressen hier, ja, die sind irgendwie repräsentiert in Yelp, ja, aber Sie müssen jetzt irgendwie, könnte jetzt passieren, ja, dass die Art, wie diese Adressen hier in Yelp repräsentiert sind im Computersystem, anders ist als die Art, wie diese Adressen in dem MVV-System repräsentiert sind. Ja, und das heißt, Sie müssen erstmal irgendwie umrechnen zwischen der Darstellung in Yelp und der Darstellung in MVV. Ja, das ist die eine Sache, die da nervig ist. Die zweite Sache, die nervig ist, ist, wenn Sie sich da oben diesen Satz angucken, also nicht nervig, sondern schwer, wenn Sie sich diesen Satz da oben angucken, also diesen Ausdruck hier oben angucken, äthiopisches Restaurant, zu dem ich gut mit ÖPNV komme, da gibt es bestimmte Teile von diesem Satz, die reden über Informationen, die Sie aus Yelp kriegen und es gibt andere Teile von dem Satz, die reden über Informationen, die Sie vom MVV kriegen. Ja? Woher wissen Sie jetzt eigentlich, welche Teile von dem Satz, also woher weiß ich überhaupt, ja, nach welchem Teil von diesem Satz da ich jetzt Yelp fragen soll und nach welchem Teil von diesem Satz ich den MVV fragen soll. Ja? Das ist in der momentanen Welt alles viel einfacher. Ja? Sie haben einen Skill und mit denen können Sie nur Fragen stellen über diesen einen über das Themenbereich, die Domäne von diesem einen Skill. Ja, Sie wissen alle Wörter in diesem Satz, da geht es um Bahnverbindungen oder sowas. Ja? Aber hier ist es nicht mehr so. Ja? Sie haben jetzt ein viel schwereres Sprachverarbeitungsproblem, weil Sie rauskriegen müssen, diesen Teil, den schicke ich zu Yelp, diesen Teil, den schicke ich zum MVV, ja? Und dann muss ich die irgendwie zusammen kombinieren. Wie könnte man sowas machen? Also sowas geht nicht heute, ja? Aber wie würde das vielleicht gehen?
Gucken wir mal. An dieser Stelle kommt jetzt mein altes Sprachwissenschaftlerherz raus. Ja? Ich muss die Frau Mainz korrigieren. Ich habe nicht nur Informatik studiert, sondern auch Computerlinguistik. Das heißt, seit meinem ersten Semester haben mir Leute eingebläut den Respekt vor der natürlichen Sprache und auch die alten Ideen aus der Linguistik. Zum Beispiel das Kompositionalitätsprinzip, ja, ist ungefähr so 100 oder ja, was haben wir jetzt, 120 Jahre alt. Die Idee. Und die Idee dabei ist, erstens, sprachliche Ausdrücke haben eine Struktur, Syntax, also grammatische Struktur. Hier unten habe ich das mal so ein bisschen skizziert für äthiopisches Restaurant. Und dann haben Sie hier diesen Relativsatz, zu dem ich gut mit ÖPNV komme. Komme hat hier ein Subjekt, ich, und dann hier so ein paar Präpositionalphrasen, die da drunter hängen und so mit ÖPNV zu dem, und das ist das Relativpronomen, was sich hier auf Restaurant bezieht. Genau, also es gibt so eine syntaktische Struktur von solchen sprachlichen Ausdrücken, und wenn Sie jetzt rauskriegen wollen, was die Bedeutung ist von so einem sprachlichen Ausdruck, dann folgen Sie dieser syntaktischen Struktur hier von oben nach unten, von unten nach oben, und rechnen für jeden Teilausdruck eine Bedeutungsrepräsentation aus. Und Sie können das auf eine, das ist der Punkt an dem Kompositionalitätsprinzip ist, Sie können das machen auf eine sehr systematische Weise, weil Sie nämlich immer nur, um für jeden Knoten in diesem Baum rauszukriegen, was die Bedeutung sein soll dafür, müssen Sie sich nur angucken, was die Kinder als Bedeutung hatten und die Art, in der sie hier kombiniert worden sind. Und dann kriegen Sie damit eine Bedeutungsrepräsentation raus für hier. Dann machen Sie das Gleiche für hier, die Schwester hier drüben, für Äthiopisches auch. Ja. Und wenn Sie die beide haben, dann können Sie es für Restaurant ausrechnen. Und so können Sie also von unten nach oben durch so einen Baum durchgehen und solche Sachen, solche Bedeutungsrepräsentationen ausrechnen. Nicht, dass es trivial wäre oder so, ja, oder einfach, nur eben halt dieses Grundprinzip, ja, vielleicht hilft uns das ja weiter. Ja. Und in diesem Fall ist es so, das heißt, Sie könnten hier sagen, okay, ich habe hier unten einen Bereich von meinem Syntaxbaum für diesen Satz, zu dem ich, für den Relativsatz hier, zu dem ich gut mit ÖPNV komme, und das passt zu dem Bereich, der eine MVV-Abfrage wird, und dann gibt es hier oben diesen blauen Bereich von dem Baum, der passt zu dem, was ich mit einer Yelp-Abfrage machen kann, und dann können Sie Stück für Stück hier diese Teile, also nur noch mal zur Klarheit, alles, was ich jetzt sage, ist völlig spekulativ. Ja? Ich habe kein Programm, was das macht. Ja? Ich zeige Ihnen gleich, was ich ein Programm habe, was die Programme können. Aber das hier ist eine logische Weiterentwicklung davon, sagen wir mal, wie es gehen könnte. Genau, also das heißt, Sie sagen hier unten, okay, dieser rote Bereich hier, dieser Relativsatz, den möchte ich gerne hier von MVV beantwortet kriegen. Diese Sachen in dem blauen Bereich, das ist plausibel, dass man sowas rauskriegen kann. Das sind also Yelp-Themen, um die es hier geht. Und dann weiß ich schon mal, okay, aus dem Satz, dieser Bereich, dazu gehört diese Sorte Anfrage, dieser Bereich, zu dem gehören diese Sorten Anfragen. Jetzt sehen Sie hier, dass ich hier so kleine Kästchen dazu gemalt habe, mit so Platzhaltern, hier M in spitzen Klammern. Und das ist deswegen, weil ich jetzt ja, ich habe den Satz jetzt zwar auseinandergenommen, ja, ich habe jetzt seine Bestandteile irgendwie rausgekriegt, da gibt es jetzt einen Teil, der geht über Yelp, da gibt es einen Teil, der geht, also ein Teil, da geht es um Restaurants, ein Teil, da geht es um äthiopische Küche, ein Teil, da geht es um MVV-Anfragen und so. Aber jetzt muss ich das wieder zusammensetzen natürlich, ja, zu einer kompletten Anfrage, die mein Computer auch dann eben technisch beantworten kann. Und das können Sie machen, indem Sie dann sagen, okay, dieser Teil hier modifiziert den da oben, dieser Teil modifiziert den hier. Und dann können Sie mit Methoden, die es gibt, das zusammensetzen, sodass Sie dann hier drüben hier diese Bedeutungsrepräsentation rauskriegen, die im Wesentlichen sagt, okay, hol mir Restaurants von Yelp, filter die so, dass nur noch äthiopische Küche übrig bleibt. Ja, also hier kommt eine Menge von Restaurants raus, und dann mache ich MVV-Anfragen für alle diese Restaurants, die da rauskommen, ja, und dann habe ich das, was ich brauche. Okay? So, also das ist die Grundidee davon, wie sowas gehen könnte. Jetzt, ich hatte schon gesagt, ja, sowas geht heute nicht. Ja. Das hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel eben halt jetzt in der akademischen Wissenschaft, also an Unis, haben wir nicht solche Daten, die für reale Fragen, die Leute irgendwie an Siri stellen wollen oder sowas. Wir haben aber sowas Ähnliches.
Sieht ungefähr so aus. Es gibt also größere Textkorpora mit, sagen wir mal, 40.000, 50.000 englischen Sätzen. Und Leute haben von Hand, ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, irgendwie ein bisschen einfache Annotationen, wo dann drin steht Zielort, Datum und sowas in den einzelnen Sätzen. Das gibt es auch in viel komplizierter, wo Leute dann eben solche Graphen hier ausrechnen, annotieren, die die Bedeutung von dem Satz darstellen. Also hier haben Sie den Satz zusammen mit seiner Bedeutungsrepräsentation, Satz zusammen mit seiner Bedeutungsrepräsentation. Und von denen haben Sie jetzt nicht nur zwei in ihren Daten, so ein Ding heißt Graphbank, sondern irgendwie 40 oder 50.000. Ja, und Ihre Aufgabe jetzt ist, als Computer, also unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist jetzt, wir möchten ein Computerprogramm schreiben, was aus 50.000 solchen Beispielen dann, wenn Sie neue Sätze kriegen, dann den richtigen Graphen, den ein Mensch annotieren würde, ausrechnet. Okay? Also Sie sehen, glaube ich, den Bezug von dem zu dem Beispiel mit MVV und äthiopischen Restaurants, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ja? Nur, dass es hier jetzt eben nicht mehr um äthiopische Restaurants geht, sondern das sind jetzt die Sorte Daten, die wir halt eben in der Wissenschaft verwenden können. Ich skizziere Ihnen ganz, ganz knapp, wie wir es machen. Andere Leute arbeiten an dem gleichen Thema auch, die machen das mit anderen Methoden. Das, was ich hier zeige, ist tatsächlich aus einem DFG-Projekt, was im Moment gerade läuft. In meiner Arbeitsgruppe. Genau, also Sie möchten gerne lernen, wenn Ihnen, also Sie sind jetzt, diesmal sind Sie ein Computerprogramm wieder, ja, also Sie möchten lernen, aus so einem Satz so einen Graphen hier auszurechnen. Bei uns geht es so, dass Sie das nicht direkt in einem Schritt versuchen zu machen, sondern wir zerlegen das in zwei Schritte. Wir sagen, okay, dieser Satz, Hans isst ein Käsebrot, hat vier Wörter drin. Für jedes von diesen Wörtern überlege ich mir, was heißt eigentlich dieses Wort selber. Sie sehen zum Beispiel Essen, also das Wort ist, ja, dazu gehört ein Essensprädikat und dieses Essensprädikat hat zwei Argumente, den der isst und den der gegessen wird. Und Sie sehen hier wieder solche Sachen mit spitzen Klammern, so wie wir sie vorhin auf der MVV und äthiopische Restaurantsfolie hatten. Das ist sozusagen ist genau die gleichen Sorten spitzen Klammern, ohne dass ich da jetzt im Detail drüber reden will. Und für Hans haben Sie die Information, ist eine Person und der Name davon ist Hans. Und für Käsebrot haben Sie, es ist ein Brot und der Belag ist Käse. Und ein trägt nichts bei zur Bedeutung von dem Satz, tut es natürlich schon, aber wird nicht annotiert, die Bedeutung hier in diesem Ansatz. Ja? So, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, wir sagen jetzt, okay, dieses Ist, der hat hier zwei Argumentpositionen, einmal für Subjekte und einmal für Objekte. Und wir haben jetzt hier so eine Kante, die sagt, diese Subjekt-Argumentposition, die wird gefüllt von dem Hans, das ist dieses Apply S hier drüben. Und da drüben diese Objekt-Argumentposition, die hier noch fehlt, die wird gefüllt von dem Käsebrot da drüben. Dafür gibt es diese Apply-O-Kante. Und das heißt, was wir jetzt machen, ist, statt aus diesem Satz direkt diesen Graphen auszurechnen, ist, wir versuchen für jedes einzelne Wort nur diesen kleinen Graphen hier auszurechnen, der zu dem Wort gehört, erstens, und zweitens dann diese Kanten da oben, die sagen, wie jetzt die Argumente durcheinander gefüllt werden. Und wenn Sie das haben, diese beiden Sachen, dann können Sie das auf eine bestimmte mathematische Weise auswerten und dann kommt hier so ein Graph wieder oben raus. Okay? Und das Problem ist viel einfacher. Weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, überspringe ich, wie wir das machen. Ich sage Ihnen einfach nur einen Satz dazu. Sie haben sicherlich schon von Deep Learning gehört. Ja, das machen wir hierfür. Aber wir machen das nur, um vorherzusagen, diese strukturellen Sachen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ja, für jedes Wort, was heißt das Wort? Ja, und außerdem für jede Argumentposition von dem Wort, welches andere Wort füllt diese Argumentposition? Und das funktioniert prima. Hier sehen Sie eine typische Evaluationsfolie aus wissenschaftlichen Artikeln. Sie werden jetzt nicht alle Zahlen hier irgendwie lesen können, aber was Sie wissen müssen ist, in den Spalten haben Sie verschiedene solche Graphbanken. Also es gibt mehr als eine davon. Ja, also Graphbank ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Sie haben 50.000 Sätze mit diesen Graphen annotiert und Sie müssen dann eben die Graphen so gut wie möglich vorhersagen für neue Sätze. Da gibt es also verschiedene und in den Zeilen haben Sie verschiedene wissenschaftliche Artikel, die versucht haben, dieses Problem zu lösen und die Zahlen sagen, wie gut dieses System das macht. 100 wäre perfekt, aber niemand kann 100. Aber immerhin, wir kommen bei manchen von denen auf 94%. Und was wir also mit diesem Ansatz hinbekommen haben, ist, dass
der funktioniert auf all diesen verschiedenen Grafbanken. Sie sehen hier, da oben gibt es ganz viele Minusse. Das heißt, dass dieses System nicht funktioniert auf diesen Grafbanken. Und zweitens, daran, dass diese Zahlen hier fett sind, sehen Sie, das sind die besten. Ja, das heißt also, bei den meisten von diesen verschiedenen Grafbanken hat unser System das besser hinbekommen als alle anderen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Das Schöne daran, warum ich so stolz darauf bin, dass ich Ihnen also diese Folie so zeigen kann, ist, dass wir es machen auf eine Weise, die auf der einen Seite modernes maschinelles Lernen verwendet, ja, Deep Learning gibt es hier, aber gleichzeitig Sprache ernst nimmt und dieses uralte Kompositionalitätsprinzip eben so einfach im Zentrum von dem System steht, ja, und wie das jetzt dann verwendet wird, ja, und wie jetzt genau diese Baumstrukturen aussehen und sowas alles, ja, das kann dann irgendwie das neuronale Netz auf der Deep Learning Seite von dem System lernen. Darin sind die richtig gut, viel besser als Grammatiken es könnten oder so. Aber das Rückgrat von diesem ganzen System ist ein klassisches, klassische linguistische Semantik, wenn Sie so wollen. Und das freut mich als alten Semantiker sehr. So. Trends für die Zukunft. Es ist, glaube ich, klar, dass diese digitalen Assistenten in immer mehr Geräte eingebaut werden. Wenn Kühlschränke schon passieren, dann können sie überall rein, da ist nichts mehr vor ihnen sicher. Ich glaube, dass immer mehr Dienste, sowohl im Haus als auch draußen in der Welt, solche natürlich sprachlichen Schnittstellen kriegen werden für diese digitalen Assistenten, sowohl Sachen, mit denen sie was fragen können, als auch Sachen, wo was passieren soll. Ja, heute gibt es, glaube ich, noch nicht so viele sprachgesteuerten jetzt irgendwie Kinobuchungs- oder Pizza-Bestellsysteme oder sowas, ja, wahrscheinlich auch, weil die Fehlerquote viel zu hoch wäre und sie nicht aus Versehen die falsche Pizza kriegen sollen und sowas alles, ja, aber ich bin sicher, dass das passieren wird. Persönlich glaube ich, dass die allerspannendste Stelle davon ist, dass wir verschiedene Dienste miteinander kombinieren können. Heute habe ich versucht, Ihnen ein kleines bisschen Gefühl dafür zu geben, dass das sowohl auf der Ebene von dem reinen halt Kombinieren von den Diensten und Datenübermittlung zwischen den Diensten eine Herausforderung ist, als auch auf der Ebene vom Sprachverstehen. Sie werden sicherlich auch Informationen über die Welt und über den Benutzer einbinden wollen, damit sie solche Sachen akkurater machen können. Und was unser Forschungsprojekt angeht, ist es jetzt so, dass das wenn Sie sich überlegen, ja, dass hier immer mehr Dienste kommen, ja, das ist nicht realistisch, dass für jeden von diesen einzelnen 10.000 Diensten, die es auf Alexa gibt zum Beispiel, 50.000 Sätze annotiert werden mit irgendwelchen Informationen. Ja. Sie kriegen vielleicht 500 oder 1.000 oder sowas, ja, für so einen typischen. Also Sie bauen jetzt Ihren Bayerische Staatsbibliothek-Skill. Gibt es einen? Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Gibt es einen Bayerische Staatsbibliothek-Skill für Alexa? Nein. Aber angenommen, es gäbe einen, ja, haben Sie wahrscheinlich, vermute ich mal, nicht das Budget, irgendwie 50.000 mögliche Fragen irgendwie annotieren zu lassen oder sowas. Ja. Sicherlich nicht, sagt der Chef, genau. Und damit stehen Sie nicht allein. Ja. Also das ist nicht die Sache, wo Sie irgendwie Geld investieren wollen, wenn Sie stattdessen in was Vernünftiges Geld investieren können, zum Beispiel Bibliothek besser zu machen oder so. Deswegen ist eine ganz interessante technische Herausforderung an dieser Stelle, wissenschaftliche Herausforderung, wie können wir es hinkriegen, dass diese Skills Sprache für ihren Bereich akkurat verstehen auf kleinen Mengen von Trainingsdaten. Ja, es ist immer so, dass wenn Sie irgendwie halt 50.000 Beispiele gesehen haben, können Sie viel besser irgendwie, haben Sie ein viel repräsentativeres Bild davon, wie Leute alle diese Sachen formulieren können, als wenn Sie nur 500 Beispiele gesehen haben, ist, glaube ich, klar. Ja, und für uns ist eine ganz interessante Frage, deswegen, wie kriegen wir das hin, auf kleinen Datenmengen zu trainieren, damit wir trotzdem noch akkurate Sprachverarbeitung machen können. Ich komme zum Schluss. Ich möchte Sie gerne auf zwei Werbungen eigener Sache machen. Erstens, wenn Sie das selber ausprobieren möchten, solche Dialogsysteme zu entwickeln, dann lege ich Ihnen ans Herz unser System namens Dialogos. Das war mal ein kommerzielles System, was eine Spin-off-Firma von der Universität Saarbrücken entwickelt hat. Diese Firma gibt es nicht mehr. Wir haben die Rechte zurückgekauft an die Universität und haben uns Open Source zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie können es hier auf dieser Webseite runterladen und einfach ausprobieren. Es ist sehr einfach zu bedienen. Und wir haben es auch schon, damals, als es noch kommerziell war, ist es viel zum Beispiel in Schulen verwendet worden. Es hat eine Schnittstelle für Lego-Roboter, sodass sie dann irgendwie reinsprechen können und der Lego-Roboter macht dann Sachen und so. Ist ein ganz tolles Programm. Probieren Sie es aus, zeigen Sie es Ihren Kindern und haben Sie Spaß mit Sprachverarbeitung in Dialogsystemen.
Die zweite Sache, auf die ich hinweisen würde, ist, ja, wenn Sie richtig lernen wollen, Sie oder Ihre Kinder oder Ihre Enkel, ich gucke jetzt mal so durchs Publikum, richtig lernen wollen, wie man solche Sachen macht, ja, über einen 50-Minuten-Vortrag in der Bayerischen Staatsbibliothek hinaus, ja, kommen Sie zu uns zum Studieren. Wir haben verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus der Saarbrücker Zeitung von diesem April, wo diese beiden Studenten haben im Rahmen von einer Lehrveranstaltung tatsächlich also ein sprechendes Kochbuch entwickelt, ja, mit der Idee, in der Küche brauche ich die Hände, sind meine Hände immer dreckig, ich will nicht rumblättern in dem Kochbuch. Es ist aber auch blöd, wenn jetzt irgendwie mir Alexa, der Chefkoch-Alexa-App einfach immer nur das komplette Rezept vorliest, das bringt mir auch nichts. Ja. Wie kann ich das vielleicht besser machen? Ja, das ist die Sorte Dinge, die Leute in unseren Lehrveranstaltungen unter anderem ausprobieren und lernen und entwickeln. So, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.